Schönheit, wo liegt die Grenze zwischen Realität und Täuschung? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Snapchat. Soziale Medien begleiten vor allem Jugendliche täglich durch ihren Alltag. Die sozialen Netzwerke dienen aber längst nicht mehr nur der Kommunikation mit anderen. Im Minutentakt werden neue Bilder, Fotos und Videos hochgeladen und gepostet. Diese Posts verleiten Jugendliche, sich zu vergleichen. Jedoch lassen sich viele von diesen scheinbar perfekten Beiträgen täuschen. Die einzelnen Schritte bis zu diesen Posts sind für Außenstehende nicht erkennbar. Sichtbar ist am Ende nur die perfekte Inszenierung. Fühlen Sie sich durch die Darstellung von Schönheit in den Medien im täglichen Leben beeinflusst und inwiefern? Ich denke, der Einfluss ist schon da, weil man rundherum eigentlich mit Werbung und immer Medien konfrontiert wird. Aber ich denke, man sollte da im Hinterkopf haben, dass in der Werbung halt sehr viel beschönigt wird und retuschiert wird und anders dargestellt ist, und das spiegelt dann eigentlich nicht die Realität wider. Also ich finde schon, dass ich stark von den Medien beeinflusst werde und von der Werbung, da man überall Schönheitsideale sieht, schlanke, große Frauen, und das eben ein Idealbild der Frau zeigt und man darauf hingewiesen wird, dass nur eine schlanke Frau schön ist. Also ich glaube, ich persönlich fühle mich nicht beeinflusst, aber meiner Meinung nach beeinflusst das Fernsehen, die Medien, sehr viele Leute, und das ist ein Problem, weil man einfach durch diese Schönheit, die gezeigt wird, mehr auf die Menschlichkeit vergisst, und das ist, glaube ich, der größte Fehler in unserer Gesellschaft. Frau Magister Schenk, Sie arbeiten im Bereich Schulpsychologie und Bildungsberatung, und denken Sie, dass Jugendliche zwischen ungefähr 13 und 20 Jahren besonders von den Schönheitsidealen in der Medienwelt beeinflusst werden? Also bis zu einem gewissen Grad, denke ich, gibt es da schon einen Einfluss, aber ich denke, dass für Jugendliche in dem Alter wesentlich wichtiger der Einfluss der Peer Group ist. Das heißt, für Jugendliche ist es ganz wichtig, zu einer Gruppe dazuzugehören, und da passen sie sich ganz stark an. Die Schönheitsideale, vielleicht in der Bedeutung, wie sie früher waren, sehe ich eigentlich in dem Ausmaß nicht mehr. Also ich habe sehr viel Kontakt zu Jugendlichen, aber dass so bewusst jemand einem Ideal nacheifert wie einer Schauspielerin oder einem Model, so wie das vielleicht früher war, das ist eigentlich relativ selten, fällt mir persönlich auf. Okay, vielen Dank. Lasst euch nicht täuschen und seid mit euch selbst zufrieden.